Im Schweizer Ernährungssystem gibt es 2,8 Millionen Tonnen Lebensmittelverlust oder Food Waste pro Jahr. Wenn wir diese Lebensmittel würden in Lastwagen einfüllen und eine Kolonne bilden, dann ging die Kolonne von Zürich bis auf Madrid. Und das jedes Jahr von Neuem. Das ist eine unglaubliche Verschwendung von Ressourcen, von Land, Wasser, Energie, führt zu Umweltbelastungen, die wir uns so nicht mehr leisten können. Das hat die Politik zum Glück erkannt und hat einen Aktionsplan verabschiedet gegen Food Waste. Das Ziel dieses Aktionsplans ist Halbierung vom Food Waste bis 2030. Und um das umzusetzen, hat sie eine Branchenvereinbarung ins Leben gerufen, wo die grössten Unternehmen aus dem Gross- und Detailhandel, aus der Verarbeitung und aus der Gastronomie unterschrieben haben. Und darüber bin ich besonders dankbar, weil, wenn ich vor 10 Jahren vergleiche, da ist für Firmen das Thema Food Waste noch ein Tabu gewesen. Und vielmehr ist die Stimmung gewesen, man hat sich gegenseitig die Schuld zugewiesen und keiner hat selber etwas gemacht. Und entsprechend auch Konsumenten haben das Gefühl gehabt, wenn die grossen Firmen weiter verschwenden, wieso soll denn ich in meinem Kleinen ansetzen? Jetzt hat sich das Blatt gewendet und all die grossen Akteure sitzen am Tisch und arbeiten hartnäckig an Lösungen. Und nicht nur an Lösungen, um das messbar zu machen, denn sie auch Methoden entwickeln, um Food Waste zu messen. Das Ganze kann nur erfolgreich sein, wenn wir Konsumenten auch mitmachen. Und dabei ist ganz wichtig, dass es auch Vermittler braucht. Foodwaste.ch hat sich so eine Vermittlungsfunktion hinter die Ohren geschrieben und bildet eine Art Brücke zwischen Wissenschaft, die Lösungen erarbeitet, und Praxis, die diese Lösungen umsetzt. Das Ziel ist einerseits, das Wissen an die Akteure der Wirtschaft zu vermitteln und andererseits aber auch so aufzubereiten, dass wir als Laien das einfach verstehen. Dabei gibt es verschiedenste Möglichkeiten, zum Beispiel eine Wanderausstellung, die das Wissen nachbricht und leicht verständlich macht, auch für Schulklassen. Oder Degustationen oder «Deine Stadt tischt auf», eine Reihe von Events, die mit Früchten und Gemüse, die nicht den Normen entsprechen, kocht und ein Erlebnis generiert, wie gut die Lebensmittel sind, die sonst verschwendet werden. Und so können wir ganz viel bewirken, das auch ein System verändern kann. Beispielsweise, wenn wir in einen Laden gehen und die Erwartung haben, Früchte und Gemüse, die sollen möglichst perfekt und gleichförmig aussehen, dann erwarten wir eigentlich Pestizide und Food Waste. Denn das ist nur möglich, wenn man vorher ganz streng aussortiert. Das können wir verändern. Wir können eher bevorzugen, dass die natürliche Vielfalt wieder in den Laden kommt. Dass man nicht vorher künstlich aussortiert und dass ein Äpfel auch eine braune Stelle haben darf. Der Detailhandel wird das in Regal stellen, wenn wir das nachfragen. Und das ist eine riesige Chance, denn die natürliche Vielfalt von Früchten und Gemüse, die ist auch gesünder und vor allem viel schmackhafter. Zusätzlich können wir ganz viel im eigenen Haushalt bewirken. Es gibt ganz einfache Massnahmen, wie bevor wir gehen einkaufen, in den Kühlschrank schauen und dann nicht zu viel einkaufen. Oder nachher die Produkte optimal lagern, dass sie lang haltbar sind und schließlich Reste kreativ verwerten. Dabei können wir neue Menüs entdecken, die wieder ganz neue Genusswelten zu uns bringen. Und schließlich merkt euch, Food Waste vermeiden ist eine der effektivsten Klimaschutzmassnahmen. Dazu von den effektivsten, wirksamsten Biodiversitätsschutzmassnahmen. Und als Tüpfel auf sie können wir sogar noch ganz viel Geld sparen.